Ja, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Mal wieder bestes Wetter in Bielefeld, wenn ich die Videos für euch mache. Noch, es soll später regnen. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt ist die Zeit für euch, die neue Mini 3 Pro unter die Lupe zu nehmen. Und was die alles so kann, was kann sie eigentlich nicht? Kurz gefasst, denn eigentlich hat DJI nun eine Drohne herausgebracht, die sich lange schon die Leute gewünscht haben, eigentlich schon seit der Mini 1. Denn wir haben ab sofort Active Track an Bord. Master Shots, Quick Shots sind auch wieder mit dabei. Und was für viele halt wichtig ist, um überhaupt Active Track möglich zu machen, es sei denn, man besitzt eine Litchi-App. Siehe Video hier in der Beschreibung. Das habe ich euch auch mal gezeigt vor ein paar Tagen, wie man sich trotzdem tracken lassen kann. Aber das soll nicht das Thema sein. Wir haben hier zwei Sensoren vorne und zwei Sensoren hinten. Das heißt, die Mini 3 Pro kann ab sofort Hindernissen ausweichen oder davor stehen bleiben, je nach Einstellung. Das Schöne an der Mini 3 Pro, es gibt nun einen RC-Controller dazu, das heißt einen Smart-Controller. Dann habt ihr nicht mehr diese Schererei, dass ihr immer euer Handy draufstecken müsst und dann bekommt ihr vielleicht doch irgendwie einen Anruf von Tante Käthe oder die Freundin ruft schon wieder an und macht Stress oder was auch immer. Habt ihr in dem Fall dann nicht. Natürlich kriegt ihr dann auch noch Anrufe auf euer Handy, aber dann könnt ihr trotzdem im Flugmodus schalten. Genau, also es ist einfach eine super praktische Sache. Ihr habt jetzt so ein All-in-One-Package und die Drohne lässt keine Wünsche offen, was da die coolsten Features sind. Und für mich zum Beispiel als sehr affiner Social-Media-Mensch, der jeden Tag in den sozialen Medien unterwegs ist, ist der absolute Game-Changer natürlich die vertikale Kamera. Die kann man nun einmal komplett schwenken und das ist genau für die Leute interessant, die jeden Tag bei Instagram oder TikTok unterwegs sind und wie sie nicht alle heißen, überall wo 9 zu 16 im Prinzip möglich ist, ist das natürlich ein absoluter Gamechanger für mich zumindest. Denn dann müsst ihr nicht mehr in dieses Bild reincroppen und habt dann so einen Pixelmatch am Ende. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Punkten. Einmal kurz erklärt, bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, die Drohne ist sozusagen startklar. Wir haben 20 Satelliten gesammelt. Und jetzt einmal noch zu den Neuerungen der Mini 3 Pro. Wir gehen hier oben rechts oben auf diese Filmrolle im Filmmodus. Und da seht ihr, da sind ein paar Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel Master Shots. Das geht nur, wenn ihr im Flug seid sozusagen. Und das zeige ich euch gleich mal ganz kurz. Für mich auch sehr cool, die Hyperlapse, wo ihr dann irgendwie mal eine coole Wolkendecke im Zeitraffer dann im Prinzip filmen könnt. Auch eine echt spannende Sache. Panoramafotos habt ihr, dann in Slow-Mo-Zeitlupe. Ihr könnt ja in 4K 60 FPS aufzeichnen. In manchen Modis ist es dann so, dass ihr zum Beispiel bei den Quickshots oder Mastershots maximal in 4K 30 aufnehmen könnt. Aber wir werden jetzt mal mit der Drohne nach oben steigen. Ja, wie schon gesagt, die Kamera kann sich ab sofort vertikal drehen. Das zeige ich euch jetzt mal. Ein Knopfdruck reicht und die Kamera fährt in den vertikalen Zustand. Mega coole Sache. Das Ganze jetzt aussieht im vertikalen Zustand, das zeige ich euch jetzt mal. Und Drohne kommt zurück zu mir. So könnt ihr natürlich coole Videos jetzt machen für eure sozialen Kanäle. Für mich der Ultra-Game-Changer von dieser Drohne. Ja, für alle die, die schon die Mini 1 oder die Mini 2 besessen haben, für die ist es natürlich klar, Quickshots sind kurze Videos, in denen ihr euch markieren könnt und dann könnt ihr sowas machen wie Droney oder euch umkreisen lassen und so weiter. Dann sei aber gesagt, auch bei der Mini 3 Pro, es gibt keine seitlichen Sensoren wie bei einer Mavic 3 zum Beispiel. Also da müsst ihr auch wirklich aufpassen und auf einem freien Feld stehen. Ansonsten würdet ihr dann im Prinzip kollidieren. Da gehe ich jetzt auch gar nicht näher drauf ein, auf die Quickshots, die kennt soweit jeder. Wir gehen jetzt mal zu den Mastershots. Ich habe hinter mir Bäume stehen, das heißt, wenn die Drohne aus mehreren Kombinationen, es ist ja, Mastershots sind ja im Prinzip aus allen Quickshots sozusagen, wird ein Mastershot gemacht und den Film könnt ihr dann sofort im Prinzip abspielen.
Wenn ich jetzt natürlich ein bisschen höher gehe, weil ich habe hier, wie gesagt, eine schöne Waldwand sozusagen hinter mir, würde die Drohne wahrscheinlich crashen. Das wollen wir natürlich nicht. Deshalb werde ich jetzt mal in etwas weiterer Entfernung gehen und dementsprechend hoch. Wir probieren es mal aus. Ich bin höchstwahrscheinlich jetzt zu weit weg, sodass keine Markierung... Ah, doch. Wird klappt. Wir probieren es jetzt mal aus und sagen Start. Ihr könnt ja auch jederzeit noch eingreifen, wenn das geschehen ist. Und ja, die Drohne meckert jetzt natürlich. So, neuer Tag, neues Glück. Ihr habt ja gesehen, mir ist der Akku ein bisschen abgeschmiert. Ich hatte leider nur einen Akku mit auf dem Feld. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich einen Tag später für euch mal nochmal komplett neu versucht, die Mastershots aufzunehmen. Und wie ihr sehen könnt, ist die Drohne schon dabei, die einzelnen Flüge abzufliegen. Und die verschiedenen Moves der ganzen Quickshots werden jetzt vollautomatisch von der Drohne und von der Software zusammengestellt. Am Ende kommt dann ein super kleines, nettes Filmchen raus. Und gerade, wie gesagt, schon mal erwähnt, ist es gerade für die Leute richtig cool, die da eben noch nicht so viel Erfahrung haben im Videoschnitt. Die können dann eben mal ganz schnell für Social Media oder für die Freunde und Verwandte dann eben mal ganz schnell was aufnehmen zusammen und haben dann im Prinzip ohne viel, viel Aufwand ein kleines, schönes Filmchen, eine schöne Erinnerung vom Urlaub oder wo auch immer und alle sind happy. Ja, ich würde sagen, Projekt Mastershots können wir erfolgreich damit abschließen. Und ihr seht, die Drohne macht einfach einen super, super geilen Job. Und hier am Ende wird nochmal richtig schön gekreist und einmal umgeschwenkt mit der Kamera. Richtig nice, wie ich finde. Also wirklich klasse, Mastershots funktionieren exakt super. So, dann beginnen wir mal mit dem Tracking. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher gewesen. Und habe dem Braten da noch nicht ganz so getraut und ja, habe mich jetzt mal so im Prinzip verfolgen lassen, dass die Drohne vor mir herfliegt und habe jetzt mal so ein bisschen die Rückwärtssensoren getestet und da hatte ich so ein bisschen Bammel bei diesem großen Baum, den ihr gleich sehen werdet. Da ist die Drohne wirklich verdächtig nah dran geflogen und da war ich mir ein bisschen unsicher und deshalb habe ich das Ganze dann abgebrochen. Ja, jetzt sind wir da einfach mal hier im Park unterwegs und testen einfach mal, wie gut Active Track funktioniert. Jetzt nicht den ultimativen Active Track Test erwarten. Ich habe jetzt einfach mal eine gerade Allee mit ein paar Bäumen einfach jetzt mal ausgewählt, um da ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst davor, dass die neue Technik kaputt geht. Deswegen lasse ich mich dann jetzt einfach mal so ein bisschen verfolgen. Ich werde jetzt das Ganze gleich nochmal so ein bisschen beschleunigen. Ihr seht, ein bisschen sportlich bin ich auch. Und habe da mal so ein bisschen das Tanzbein geschwungen. Und ihr seht, die Drohne weicht seitlich den Ästen aus und wird auch vollautomatisch wieder in die Spur geleitet, so wie ihr das vorab eingestellt habt. Also das funktioniert wirklich gut und so ein bisschen austricksen muss auch sein. Ein bisschen die Drohne erschrecken und dann geht es wieder rückwärts los. Und ja, also ihr seht, ich brauche nichts zu machen. Die Drohne generiert sich selber von der Richtung und jetzt geht es wieder im Prinzip rückwärts lang. Und also die macht wirklich einen sehr, sehr guten Job, die Drohne. Ich bin super, super happy und zufrieden mit dem Active Track. Wir könnten natürlich auch mal, schreibt einfach mal in die Kommentare, mal wirklich so einen Extreme-Test machen für Active Track mit der Mini 3 Pro. Sagt einfach nur Bescheid, kommentiert fleißig, wenn ihr das sehen wollt, dann werden wir uns mal hier wirklich in den Wald aufmachen und mal ein bisschen risky unterwegs sein für euch, kein Problem. Das ist der Baum, der erste Teil des Active Tracks, wo ich mich verfolgen lassen habe. Der war mir dann zu dicht irgendwie, ich hatte Angst, dass die Drohne dann irgendwie kollidiert. Was ich euch aber hiermit zeigen möchte, ist zum Beispiel dieser wunderschöne Modus. Was heißt Modus? Es ist kein richtiger Modus. Erstmals hat man die Möglichkeit, eine Kamera von einer Drohne so weit hochzuschwenken, dass ihr im Prinzip solche geilen Aufnahmen machen könnt. Das bedeutet, ihr könnt relativ niedrig fliegen und könnt die Kamera 60 Grad hochschwenken und habt damit einfach einen super geilen Winkel.
Was ich halt richtig super spannend bei der Drohne auch finde, ist die Lowlight-Performance. Das bedeutet, ihr habt wirklich in fast völliger Dunkelheit, also wie hier zu sehen, bin ich da, die Sonne ist im Prinzip schon fast untergegangen und fürs menschliche Auge war es viel dunkler als für die Kamera und ich war erstaunt, dass im Prinzip die Qualität so hoch gerechnet wird. Klar werden die ISO-Werte und so weiter angepasst, aber dadurch könnt ihr auch in fast völliger Dunkelheit, vorausgesetzt da ist ein bisschen Beleuchtung von dem, was ihr filmt, da macht die Kamera der Drohne wirklich einen hervorragenden Job. Da war ich wirklich sehr begeistert. Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir machen da natürlich diesbezüglich noch viele, viele weitere Videos. Das war jetzt mal so ein kurzer Überblick, was die Mini 3 alles so drauf hat. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und folgt uns gerne auf Instagram. Und ja, wir sind bald wieder für euch da. Ciao, ich bin raus.